Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Videoserie, wo ich russische Loks und die Strecke Mosti-Balesino vorstelle. Im dritten Teil ging es um die Diesellok 2TE 121 und in diesem Teil wird es um die VL80 gehen, die E-Lok, das ist die hier. Wie schon bei den anderen zweiteiligen Loks fangen wir auch hier im hinteren Teil der Lok an mit dem Startvorgang. Gehen wir mal rein. Ja, da sind die Texturen noch nicht ganz geladen. Jetzt sieht es besser aus. Und das ist schon eine komplett andere Geschichte als die Dieselloks, die wir vorher hatten. Bei der Lok fällt es mir auch deutlich schwerer herauszufinden, was die Schalter hier alle tatsächlich machen. Und da werde ich also nicht ganz so viele Informationen geben können. Startvorgang. Gehen wir hier mal rüber. Da haben wir hier oben wieder einen Schaltkasten mit Sicherungen. Da legen wir die drei um. Also wirklich nur diese drei hier. Und das war's hier im hinteren Teil. Damit gehen wir in den vorderen Teil. Fangen natürlich auch da wieder erstmal an, den Schaltkasten zu bedienen. 3. Und wo wir schon einmal hier drüben auf der Beifahrerseite sind, da legen wir auch gleich noch ein paar mehr Schalter um. Hier unten. 1, 3 und 4. Und die zwei sind, soweit ich weiß, für die Schlussleuchten eigentlich hier vorne zuständig. Jetzt sind sie nicht an. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Also bei manchen anderen Loks, bei anderen VL80s funktioniert das. Keine Ahnung, vielleicht muss ich auch einfach noch erst ein paar mehr Schalter anmachen. Gut, setzen wir uns in den Fahrersitz. Hier legen wir auch wieder unser Bremsventil um. Und dann können wir anfangen, die Lok anzulassen. Dafür legen wir als allererstes mal den Schalter hier um. Das scheint irgendwie ein Hauptschalter zu sein. Und dann machen wir hier oben weiter. Da müsst ihr einfach wirklich nur der Prozedur folgen, die ich hier mache, weil ich kann nicht wirklich viel erklären, was die Schalter machen. Eins, das, den. Und dann haben wir diesen Schalter hier. Das ist einer, wenn ich den nach oben kippe, schnippt der wieder automatisch zurück. Das ist also nur so eine Art Taster. Und von dem, glaube ich, das ist für den Stromabnehmer hochzufahren. Da könnt ihr mal gucken, wir haben hier ein Anzeigeelement, das zeigt uns, glaube ich, den Strom an, den wir von der Oberleitung kriegen. Da können wir jetzt mal drauf achten. Zack. Und jetzt ist auch der hintere Stromabnehmer hochgegangen. Gut. Dann machen wir noch ein paar mehr Schalter an. 1, 2. Und dann. Ja. Nächster Schritt ist, dass wir. Hier haben wir unseren Fahrtrichtungshebel und der ist ein bisschen anders als in den anderen Loks. Da haben wir rückwärts, neutral und dann haben wir vorwärts. Und da haben wir mehrere Stufen für vorwärts. Erstmal stellen wir nur auf Stufe 1 vorwärts. Die anderen Stufen erkläre ich später nochmal. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, hätte eigentlich hier oben dieser Weihnachtsbaum angehen müssen. Naja, ich weiß nicht, ob es bei der Lok jetzt ein bisschen anders ist. Wir gucken mal. Ah, jetzt. Ja, hier die zwei. Das sind offensichtlich für mehrere Segmente, die man auch an dieser Lok haben kann. Wir haben hier nur zwei Segment-Lok, also die zwei anmachen. Jetzt ist auch dieser Christbaum hier oben an. Und da werden wir jetzt gleich ein paar Lämpchen ausmachen davon. Geht's weiter hier unten im Schaltpult. Eins. Das ist auch wieder so ein Tastschalter hier. Und jetzt hört man im Hintergrund schon irgendwelche Sachen anlaufen. Das scheint der Kompressor zu sein für die Druckluft. Und jetzt sind hier fast alle Lampen aus. Wir haben noch ein paar mehr. Die haben hier, glaube ich, was mit der Bremsanlage zu tun. Da werden wir uns jetzt auch gleich drum kümmern. Vorher beende ich mal noch das, was wir an diesem Schaltkasten hier machen. Einfach noch den und der hier, der ist für den Scheinwerfer vorne zuständig. Tagfahrlicht und Fernlicht. Gut. Dann haben wir das soweit. Dann können wir unsere Bremsen bedienen. Hier haben wir wieder die Zugbremse und da oben die Lokbremse. Stufe 1. Jetzt baut er wieder Druck auf hier. Unser SIFA-Schalter, den wir jetzt gleich brauchen werden, ist dieser Knopf hier drüben. Und der ist, wenn man den betätigt,
Der springt automatisch auch irgendwie, sollte er zumindest wieder zurück. Jetzt noch nicht, wahrscheinlich weil er noch keine richtige Funktion hat, weil die SIFA noch nicht an ist. Und das sollte man natürlich wahrscheinlich eigentlich schon auch ein Drucktaster sein, ist aber hier zum Drehen, also das ist ein bisschen eigenartig. Gut, wir haben Bremsdruck. Ab auf Stufe 2 wieder damit. SIFA anmachen. Und da habt ihr gesehen, hier oben ist unser SIFA-Lämpchen. Und jetzt ist auch der Schalter hier wieder zurückgesprungen, weil die SIFA an ist. Gut, das müsste es eigentlich, glaube ich, soweit gewesen sein. Also Lokbremse ist bereits gelöst. Jetzt stelle ich mal gerade noch eine Fahrstraße. Und bei der Lok hier ist es, da müssen wir jetzt schnell sein, weil bei der Lok funktioniert das nicht, dass die SIFA automatisch abschaltet, wenn man aus dem Cockpit rausgeht. Gut. Dann sind wir abfahrbereit. Und jetzt wird es lustig, weil dieses Ding hat natürlich, habt ihr gesehen, hier kein so ein Drehrädchen als Fahrregler, sondern da haben wir diesen Hebel hier. Und der ist ein bisschen eigenartig zu bedienen. Den versuche ich jetzt auch mal zu erklären. Und dafür mache ich die SIFA nochmal aus, damit die mir gerade hier nicht dazwischen nervt. Im Moment steht der hier auf einer Stufe 0, so wie er original so vorgefunden ist. Und dann können wir den nach oben regeln. Da weiß ich nicht, was passiert, außer dass er mir jetzt gerade den Strom komplett gekappt hat. Ihr hört auch im Hintergrund, gehen irgendwelche Motoren aus. Also das ist irgendwas Eigenartiges. Da solltet ihr nicht hinstellen. Jetzt müssen wir wieder anmachen. Und dafür müssen wir wieder diese ganzen Tastschalter hier durchgehen. Jetzt mal wieder Strom. Da tut er immer noch nichts. Gucken wir mal gerade. Ja, jetzt passieren natürlich gerade wieder hervorragende Sachen, die ich nicht will. Ich stelle hier einfach alles nochmal ab auf Originalzustand und dann gucken wir nochmal. Also nochmal an. Ja, den braucht man nicht. Ah, und jetzt funktioniert auch wieder alles. Jetzt wird er wieder die Sachen anlaufen. Also habt ihr gesehen, das kann ab und zu mal passieren, dass der hier den Strom kappt. Das passiert zum Beispiel, glaube ich, auch bei Zwangsbremsungen. Kann das mitunter passieren. Man müsste dann entsprechend den Anschaltvorgang hier nochmal durchgehen. Alle Schalter wieder hingesetzt, so wie sie sich gehören. Und wenn ich jetzt mit meinem Fahrtregler arbeiten will, also wie gesagt, nach oben drücken dürfte er denn nicht, aber nach unten, da steht jetzt im Moment hier in Stufe 0. Und dann haben wir AB, PB und dann wird es kyrillisch. Da fährt die Lok schon. Soll sie doch eigentlich gar nicht. Ziehen wir mal die Bremse an, das sollte das verhindern. Na gut, also wie funktioniert dieser Fahrtregler hier? Die Nullstellung ist auf jeden Fall hier bekannt. Dann stellen wir ihn auf Stufe entweder dieses irgendwas B oder N. Das sind zwei Neutralstellungen. Da verändert sich an dem, was die Lok gerade macht, nichts. Und dann muss ich von hier aus, stelle ich Fahrstufen. Da habe ich hier vorne einen Anzeiger. Der steht im Moment auf 0 bis Fahrstufe 33. Und wenn ich jetzt hier unten auf diese Stufe PN, dann habt ihr schon gesehen, wandert der Schalter aus. Im Moment tut er nichts, weil ich die Bremse halt angezogen habe. Und damit hätten wir jetzt 1, 2, haben wir jetzt insgesamt auf Stufe 4 geschaltet. Und das ist dann die Fahrstufe, auf der die Lok fährt. So, jetzt habe ich es. Wenn ich den ganz runterschalte auf den allerletzten Wert hier, dann ist das einfach automatisch immer weiter hochdrehen, immer weiter hoch bis Anschlag. Damit müsst ihr ein bisschen vorsichtig umgehen, weil natürlich, wenn wir die Fahrstufen zu schnell hochschalten, kriegen wir wieder
zu viel Ampere durch unsere E-Motoren, dann dreht die Lok durch. Da sollten wir also aufpassen. Grundstellung ist immer eine von den beiden. Und wenn wir runterschalten wollen, funktioniert das genauso. Eine Stufe. Oder schnell runterschalten. Einfach automatisch. Und dasselbe funktioniert auch, wenn wir den wieder auf 0 zurückstellen, dann fährt er auch automatisch die Fahrstufe auf 0 runter und trennt aber wahrscheinlich auch direkt die Motoren von der Stromversorgung, sodass also dann die Lok im Leerlauf ist. Gut, werdet ihr jetzt gleich noch in Aktion sehen. Ich fahre einfach mal einen Moment los. Da stellen wir mal ein Radiosignal. So. Bremse lösen, Sie fahren. Irgendwas ist hier mit der Steuerung auch manchmal ein bisschen verbuggt. In der Fahrt ist es normalerweise einfacher. Das sind jetzt alles die Sachen, die ich hier vorführe, die sorgen dafür, dass das ganze Ding ein bisschen rumspinnt. Und deshalb rollen wir jetzt auch schon wieder hier. Gut, fahren wir einfach mal los. 1, 2. Und dann seht ihr, gehen hier die Amperezahlen hoch. Dann rollt die Lok ganz gemütlich. Das funktioniert übrigens auch, da brauchen wir hier nicht immer mit der Maus machen, weil das ganz schön viel Arbeit ist. Das kann man also auch mit der Tastatur machen. Da gibt es die W, S und X, so wie ihr das vielleicht aus dem Führerstandsmodus von den anderen Loks her kennt. W ist immer eine Stufe höher schalten und S ist eine Stufe runter schalten. Nur für diesen Regler hier. Die Fahrstufen werden mit dem Regler gestellt und ich bediene mit den Tasten nur diesen Schalter, diesen Hebel. Und da kann ich natürlich eine Fahrstufe mehr geben oder eine Stufe runter. Oder automatisch auf runterschalten und Leerlauf. Da kann es dann übrigens nicht passieren, dass wir in diese Stufe nach ganz hier oben gehen, wo dann die Lok ausgegangen ist. Diese Stufe, den Leerlauf hier, diese 0, die kriegen wir auch mit der Taste X in jedem Fall hin. Jetzt sind wir hier schon ein ganzes Stück gerollt. Ich lasse mal gerade einen Meter, dass wir über die Weichen drüber sind. Bremsdruck in den Zylindern und da steht die Lok. Gut, was haben wir noch? Das sind die beiden Hupen. Was der macht, weiß ich nicht. Was der macht, weiß ich nicht. Jetzt fahren wir mal rückwärts, weil ich wollte hier einen Zug ansetzen, um euch einfach das Fahren mit dieser Lok nochmal zu zeigen. Und da haben wir hier so einen Containerzug, der wird für unsere Zwecke völlig ausreichen. Gut. Bremsen sind wieder gelöst. Ich mache das jetzt alles mal mit der Tastatur hier. Stufe 5 ist das, worauf ihr normalerweise anfahren könnt. Wenn ihr mehr als Stufe 5 geht, das werdet ihr auch gleich mit dem Zug hinten dran nochmal sehen. Dann gibt es durchdrehende Räder. Da müsst ihr also ein bisschen behutsam mit umgehen. Die Lok hat relativ viel Drehmoment. Jetzt rollen wir erstmal rückwärts an unseren Zug ran. Hier haben wir wieder die Signalampel, die kennt ihr ja auch schon. Gas raus, dass wir nicht zu schnell werden. Ja, hier scheint das nicht zu funktionieren, dass diese kleinen Lämpchen vorne angehen. Es gibt andere Loks, da funktioniert das problemlos. Während wir hier rumrollen, gucke ich schon mal, dass ich meine Fahrstraße nochmal gestellt kriege.
Fahren wir hier raus auf die Hauptstrecke. Stufe 0 rollen lassen, wenn wir jetzt auch gleich am Zug sind. Das wird jetzt etwas unsanft, das ansetzen. Zack, mit 14 km/h gegen den Zug gerammt. Naja, passt schon. Gut. SIFA bestätigen. Und dann können wir ja einfach so ein grünes Signal stellen. Und dann kriegen wir Ausfahrt mit Gelb. Und dann kann es losgehen. Noch mal, dass die Drücke alle passen. Bremszylinderdruck haben wir im Moment. Ah, und jetzt haben wir gerade einen schönen Bug, den es hier auch manchmal gibt, dass die Lok auf Stufe 2 bei der Zugbremse, die wir ja normalerweise immer stehen haben sollten, jetzt irgendwie Druck aufbaut. Dafür ziehen wir mal kurz die Bremse leicht an, Stufe 5, 4 halten, kurz warten, bis sich das hier eingependelt hat und dann ganz normal lösen. Und dann sollten wir wieder auf Basisdruck abfallen. Ja, das sieht gut aus. Okay, und damit kann es losgehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jetzt haben wir noch den Rückwärtsgang drin. Stopp. Überforderung. Vorwärts schalten. Vorwärts 1. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt könnt ihr sehen, gehen die Amperezahlen natürlich deutlich mehr nach oben. Da müssen wir jetzt aufpassen. Aber da wir jetzt anrollen, können wir konstant weiter ein bisschen Gas geben. Das wäre nicht zu viel, so bei, naja, 7,5, 8 kV. Kiloampere oder 0, was auch immer das hier ist. Also irgendwo bei über 0,7 gehen die durchdrehenden Räder los, da müsst ihr also ein bisschen aufpassen. Nächstes Signal. Hat jetzt gerade sind wir an einem vorbeigefahren. Auch gleich wieder auf grün schalten. Wenn er damit zu lange wartet, dann schaltet die Signalampel um, dann müsst ihr die SIFA wieder bestätigen. Ich gebe jetzt mal nicht so viel mehr Gas, weil wir ja nicht zu schnell werden wollen. Eine Sache, die in dieser Lok hier sehr witzig ist, ist, die schaukelt unheimlich, wenn man über Weichen drüber fährt. Das könnt ihr jetzt mal beobachten. Sie drüber. Keine Ahnung, ob das im Original auch so ist, aber es ist auf jeden Fall ganz schön heftig. Wie gesagt, hier unten bei dem Fahrtregler, wenn wir auf den beiden Stufen hier sind, irgendwas N und B, das sind beides Neutralstellungen, da wird, oder da findet keine Veränderung an unserer Fahrstufe selber statt. Das passiert immer nur, wenn ich aus diesen beiden Bereichen dann in eine der beiden Richtungen rausgehe. Und das werde ich dann auch gleich mal vorführen, wenn wir gleich auf der Strecke draußen sind. Gebe ich ein bisschen mehr Gas. Bis dahin lassen wir es einfach mal so, weil die Geschwindigkeit passt. Es sind noch 300 Meter bis zum nächsten Signal. Also das ist etwas gewöhnungsbedürftig, wegen diesem Fahrregler hier mit dieser Lok zu fahren, aber es ist eigentlich auch
kein allzu großes Geheimnis, wenn man sich da einmal reingefuchst hat. Da kommt unser Signal, unser Weichenpaar. Ja, da leckt Trains wieder. Jetzt sind wir an dem Signal vorbei und dann hat die Ampel hier oben direkt umgeschaltet, weil unser nächstes Signal ein grünes ist. Das mussten wir hier auch bestätigen. Bei der TE10 war das ja nicht so. Da war das nur ein kurzes Signal und dann ein kurzer Signalton, dass es umgeschaltet hat. Und dann war es gut. Der Containerzug hier, der ist jetzt nicht allzu groß und allzu schwer. Also da hat die Lok nicht wirklich viel Arbeit mit. Die kann ganz ordentlich Masse wegschleppen. Da muss man dann natürlich entsprechend vorsichtig anfahren. Gut, jetzt sind wir auf der Strecke draußen und jetzt kann ich das nochmal vorführen, wenn ich jetzt den Hebel hier unten auf ganz Anschlag stelle, wie er automatisch hochfährt. Da könnt ihr mal gucken. So, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht zu viel, nicht zu schnell, sonst laufen wir Gefahr, hier Überstrom zu kriegen. In dem Fall war es nicht so kritisch, da können wir ein bisschen mehr machen. Aber immer vorsichtig und dann hier. Jetzt sind wir schon auf Stufe 27 und da sind wir im Bereich dessen, was wir nicht großartig überschreiten sollten. Und dann müsste natürlich, wenn die Lok immer schneller wird, bauen sich die Amperezahlen wieder ab, die da durchgejagt werden und dann müsste er konstant nachbeschleunigen. Das ist so ähnlich wie mit dem Fahrregler, den von den anderen Nutzer auch kennen. Und jetzt sind wir schon auf Stufe 33, also Maximum. Wenn ich jetzt nochmal auf Vollgas gehe hier hinten, tut sich da nichts. Und dann kann ich den Schalter auch gleich in die Position bringen, um dann Gas wegzunehmen. Dann sind wir jetzt auch schon schnell genug. Eine Stufe, das wäre einen runter, aber ich mache mal direkt ein paar mehr und ich will ein paar Stufen weiter runter. Jetzt sind wir auf Fahrstufe 23, das ist immer noch ein bisschen viel für das Gewicht, was wir dranhängen haben. Nehmen wir mal Stufe 18. Da müsst ihr natürlich ein bisschen üben, aber so irgendwas zwischen 18 und 24 ist in der Regel das, was man mit einem Güterzug hinten dran einstellen muss. Hier scheint es im Moment ein ganz klein bisschen bergab zu gehen, das merke ich auch, deshalb wird es immer schneller. Nehmen wir mal noch ein paar Stufen raus. Ups. So, und dann fährt die Lok. Und das war es im Wesentlichen auch schon. Jetzt wird sie etwas langsamer, dann geben wir wieder mehr Gas. Jetzt im Moment seht ihr alle Lampen aus. Hier die vier hier oben, die waren am Anfang an und hier oben war jede Menge an. Wenn alles aus ist, das bedeutet nur mal, dass es gut, dass alles in Ordnung ist. Hier, da gehen die Grünen manchmal ein bisschen an. Ich weiß nicht genau, was da passiert, ob er da irgendwelche Stufen in der Elektrik hinten umschaltet oder sowas. So, auf jeden Fall funktioniert das mit der VL80. Das ist ein Auto, da müsst ihr ein bisschen mit üben. Aber auch das ist eigentlich kein Problem, wenn man es einmal raus hat. Mal gucken, ob wir gleich mal irgendwo noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung sehen können. Das nächste Signal vielleicht schon ein gelbes ist, dann kann ich da nochmal drauf anbremsen. Ja, hervorragend. In 1,5 Kilometern. Dann wird hier die Ampel gleich umspringen. Bestätigen. Und dann bin ich jetzt in den Leerlauf gegangen. Könnt ihr hier beobachten, wie ihr die Fahrstufen automatisch schon wieder runterschaltet. Auf 0. Dann bremsen wir vorsichtig an. Stufe 5.
leichten Bremsdruck aufbauen, dann auf Stufe 4 und Bremse halten. Und dann seht ihr, da fängt unsere Geschwindigkeit an zu fallen. Ich habe jetzt nicht viel Druck reingelassen. Und aber wieder zu lange gewartet, weil die nächste Geschwindigkeit ist 61 km/h. Ja, das hat sogar gepasst. Oh, da sind wir ja gerade genau. Ja, ich kann wieder Gas geben. Dann auch macht es Sinn, wieder hier auf automatisch hochzustellen, weil ich ja wieder auf ungefähr Fahrstufe 20 will. Und das alles in Einzelstufen machen, ist natürlich aufwendig. Ein rotes Signal. Auf grün stellen. Passt. Das ist dieses Signal, das weiß ich jetzt einfach nur, ist das Einfahrsignal vom nächsten Bahnhof. Und aus irgendeinem Grund hätten wir jetzt eigentlich 61 km/h Speedlimit kriegen müssen, haben es aber nicht bekommen. Ja. Aber trotzdem für die Kurve hier runtergebremst. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo hier die Instrumentenbeleuchtung ist. Das könnte durchaus hier drüben irgendwo sein, oder das ist einer von diesen Schaltern hier, ich weiß es nicht. Läuft natürlich immer Gefahr, wenn man hier einfach irgendwo wahllos drin umschaltet, dass es dann mal irgendwas passiert, was der Lok nicht gefällt, und dann schaltet sie ab oder so. Da sind wir wieder am Signal vorbeigefahren. Nächstes Signal ist rot. Hat er auch gleich angemeckert. Das stellen wir wieder auf grün. Und dann warten wir, bis die Siefer sich wieder reagiert hat. Dann kann es weitergehen. Ich halte hier im Bahnhof mal an, weil ich will ja jetzt nicht ewig mit euch durch die Gegend fahren. Eine Sache, die ich noch erzählen kann, ist zu diesem Fahrtrichtungshebel hier. Der hat ja ein paar Stufen mehr nach vorne. Wenn man während der Fahrt die nach vorne stellt, dann bekommt man noch drei zusätzliche Fahrstufen freigeschaltet, also 34, 35, 36. Unser normaler Fahrregler geht ja nur bis 33. Und das bedeutet, dass man natürlich ein bisschen extra Power zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist gerade dann interessant, wenn man natürlich einen richtig schweren Zug hinten dran hat und dann mit hoher Geschwindigkeit auf der Strecke unterwegs ist. Welche genaue Bewandtnis das hier hat, weiß ich nicht. Es ist einfach nur, falls man ein bisschen extra Bums braucht. Wenig Druck. Also etwas heftiger anziehen. Oh, die Bremse ist ja scheiße. Ich will jetzt auch nicht die Notbremse ziehen. Na gut, das habe ich dann jetzt hier ein bisschen verpasst. Wundert mich jetzt schon, warum der hier noch so viel Druck aufbauen wollte. Das Problem ist, wenn ich natürlich die Notbremse ziehe. Dann kriegt er einen kompletten Herzkasper. Dann haben wir zwar den Druck, den wir haben wollen. Aber dann hat er natürlich hier auch komplett die Bremsleitung und den Druckausgleichsbehälter entleert. Gut, okay, das soll es hierzu gewesen sein. Ihr werdet die Lok vielleicht später noch irgendwo in Aktion sehen. Sie fahren es mal aus, damit sie nicht rumnervt. Im nächsten Teil werde ich mal noch ein paar Loks vorstellen. Wahrscheinlich wenigstens zwei, die TE116 und die
und so ein paar Rangierloks oder sowas, die aber nicht ganz so kompliziert sind, wie, wie es die ersten vier Loks aus dieser Serie waren. Und dann wird es im sechsten Teil wahrscheinlich nochmal ein Tutorial zur Strecke selbst geben, damit ihr da noch den Ausblick habt. Und dann solltet ihr eigentlich in der Lage sein, auf dieser Strecke hier zu agieren und auch diese russischen Loks hier zu benutzen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Teil hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut.